So, servus Leute, grüßt euch. Heute sind wir in der Deutz Fahrer Arena in Lauingen. Mit dabei habe ich den Christian vom Marketing. Und heuer geht es nicht um den Kamerad hinter uns zwei, sondern geht es um die Serie 7 und die Serie 6. Ja, servus Tobi. Schön, dass ihr wieder da seid und uns besucht hier in der Arena. Es geht nicht um die Serie 8, genau wie du gesagt hast, da haben wir ja letztes Mal ein Video gemacht, sondern dieses Mal geht es eben um die neue Serie 7, um die neue Serie 6. Und das schauen wir uns jetzt heute mal gemeinsam an. Und da wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Also starten wir mit dem Rundgang um unsere neuen Traktoren. Hier beginnend mit dem 6190 TDV. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch von früher. Wir haben bis 2016 einen 6190 TDV gebaut. Der hat jetzt aber mit der Maschine eigentlich kaum noch was zu tun. Da sind ganz viele neue Komponente eben reinkommen. Was zum Beispiel habt ihr jetzt an der Neubaut, was es im vorherigen Modell noch nicht gab? Also wir haben jetzt hier einen neuen Heckkraftheber, wir haben ein neues Getriebe, wir haben eine neue Hydraulikanlage. Wir haben eine andere Reifenkombination möglich, wir haben einen anderen Frontkraftheber bei der Maschine, wenn wir das jetzt vergleichen eben zu dem von 2016. Vom Motor her haben wir zwar den 6,1 Liter Motor wie damals auch, aber jetzt eben auf die Abgasstufe 5 geupdatet. Also wir haben jetzt deutlich mehr entnehmbare Ölmenge, wir können jetzt 60 Liter Hydrauliköl entnehmen und da haben wir wirklich dann in der Leistungsklasse auch gar keine Probleme mit großen Anhängern zum Aufkippen zum Beispiel. Also habt ihr den Tank auch komplett versetzt? Genau, der Tank sitzt jetzt eben auf der rechten Seite, können wir jetzt ganz sauber an der Seite ablesen mit dem Schauglas und da können wir eben bei unserer täglichen Wartung da jetzt wirklich immer gleich schauen, was denn da los ist. Was gibt es zum Getriebe Neues zum Sagen? Genau, beim Getriebe, jeder, wo das 8er Video schon gesehen hat, der weiß, dass wir da letztes Jahr eben was Neues vorgestellt haben. Und diesen Grundaufbau von dem Getriebe, natürlich in einer etwas kleineren, kompakteren Variante, haben wir jetzt auch beim 6190 drin. Also der 6190 ist die kleinste Maschine eben mit dem neuen Getriebe, was wir jetzt auf dem Markt haben. Also jetzt rein, was die neue Serie 6 angeht, wie viele Modelle gibt es? Also wir haben den 6190 TDV, wir haben den 6210 TDV, den wir da drüben sehen, und wir haben noch einen 6230 TDV. Und später kommen wir nur auf so eine kleine Zwischenmaschine, aber jetzt befassen wir uns mal eben um die drei neuen Modelle in der Leistungsklasse bis 230 PS. Also die Hauptunterschiede sind eben zwischen 6190 und 6210, dass wir beim 190 wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, dass wir eben eine kompakte Maschine haben, das heißt wir haben ein bisschen einen kürzeren Radstand, haben ein bisschen ein kleineres Getriebe, ein bisschen eine veränderte Hinterachse, auch die Vorderachse nochmal etwas kleiner ausgeführt. Das bedeutet, hier haben wir wirklich klein, kompakt, wendige Maschine. Und der 6210 und der 6230, also der große Bruder, ist dann eben die deutlich bulligere Maschine. Wir haben deutlich mehr Hinterachslast, 11 Tonnen hinten, 6 Tonnen Vorderachslast. Also da geht dann nochmal deutlich mehr in Sachen Zuladung. 6210, 6230 unterscheidet sich eigentlich wesentlich nur durch Motorleistung. Genau, beim 6210 und 6230 haben wir eben die maßgeblichen Komponenten eben identisch. Motorleistung reden wir hier von einem Unterschied von ca. 20 PS. Alles zum Thema Motor können wir nachher auch noch mit meinem Kollegen, mit Florian Miller besprechen. Der wird sich nämlich nachher noch kurz Zeit nehmen und euch da ein paar Punkte erklären. Was mir mit dem Tank noch aufgefallen ist, der ist größer geworden, ist ein anderer als im Vorgängermodell. Genau, wir haben jetzt beim 6190 und bei den beiden größeren Modellen eben deutlich mehr entnehmbare Kraftstoffmenge, also jetzt 400 Liter. Wir haben jetzt ein Singletank-Konzept, das heißt alles auf der linken Seite. Somit haben wir eben vor allem bei Hanglagen eben eine deutlich bessere Entnehmbarkeit jetzt garantieren können. Also auch wenn du schief fährst, können wir eben trotzdem immer die 400 Liter entnehmen. Weiterhin haben wir jetzt, wie wir es beim 8er letztes Mal vorgestellt haben, eben den Serviceanschluss. Das haben wir uns ja letztes Mal schon angeschaut, den Druckluftkuppler. Genau, und dann haben wir jetzt wieder verzinkte Drittstufen, wie wir es von früher her schon kennen. Jetzt haben wir hier einen 6230 TDV HD. HD bedeutet? HD steht für Heavy Duty.
Und Heavy Duty ist bei uns jetzt eben eine neue Produktreihe, die wir jetzt eingeführt haben. Und die steht eigentlich dafür, dass wir nochmal auf die bestehende Serie, also jetzt beispielsweise den 6230, eben nochmal was drauflegen. Bei der Serie 6 gibt es den bloß als 6230 TDVHD, oder? Genau, also es gibt dann eben von unserem Topmodell, vom 6230, dann eben noch die etwas stärkere, größere Variante. Wir haben eine deutlich größere Bereifung vorne. Also wir können jetzt beim 6230 660 A30 drauf machen und hier können wir eben die 670 A28 drauf machen. Also das heißt, es ist nochmal ein bisschen mehr Reifenvolumen vorne. Dann, wenn wir hier hinschauen, haben wir deutlich mehr entnehmbare Ölmenge. Also wir haben einen größeren Hydrauliköltank, eben jetzt 90 Liter entnehmbare Ölmenge in dem Fall. Wir können hinten größere Reifen drauf machen, also hier jetzt den 710 70er 42 Reifen, wie wir jetzt hier drauf eben verbaut haben. Dann, wenn wir ans Heck gehen von der Maschine, haben wir eben vom Aufbau her das gleiche Hubwerk, aber eben einen größeren Hubzylinder hinten drin und kommen dann jetzt hier eben auf 10 Tonnen Hubkraft. Beim 6230 Standard kommen wir auf 9,2 Tonnen Hubkraft. Grundsätzlich ist aber das Hubwerk genau das gleiche, wie wir beim 8er haben. Also wir haben die ganzen Hauptkomponenten vom 8er und haben eben dann nochmal etwas andere Hubzylinder drin bei den kleineren Modellen, aber von der Stabilität her ist es wie vom 8er. Die Transportstellung, was ihr im 8er damals vorgestellt habt, gibt es hier jetzt genauso noch, oder? Genau, die haben wir hier, aber die haben wir auch bei den kleineren Modellen. Also das ist jetzt keine Besonderheit vom HD. Was eben nur hinten dann eine Besonderheit ist, wir haben eben eine 210 Liter Pumpe, die jetzt hier möglich ist. Beim 6230 Standard gehen halt, sagen wir mal, nur, was eigentlich auch bei den meisten Einsätzen eben völlig ausreichend ist, 160 Liter Pumpe laut Sensing. Und was ganz cool ist, diese zwei Steuergeräte, die können dann eben beim HD 140 Liter pro Minute durchlassen. Genau, sonst können wir eben bei den Maschinen natürlich auch 60 km/h fahren, geht beim 6230 auch. Beim HD haben wir eben nur die Möglichkeit, dass wir eine Tonne mehr Zuladung haben. Das heißt also, gerade wenn wir jetzt eine Maschine brauchen, die eben schwere Anbaugeräte eben auf der Straße bewegen muss, können wir eben bei 60 km/h jetzt knappe 6 Tonnen Zuladung generieren. Beim 6230 Standard kommen wir schon auf 5, was auch wirklich gut ist, aber der HD setzt eben, wie ich eingangs gesagt habe, nochmal ein bisschen einen oben drauf. Was ich jetzt gerade noch sehe, K80, wie schaut es da mit der Geschwindigkeit aus bei 4 Tonnen? Das ist ganz egal. Ob du 40, 50 oder 60 fährst, hat immer die 4 Tonnen Stützlast. Alles möglich. Genau, in den unteren beiden Löchern, in den unteren Löchern dran, genau, dann hat er die Tonne. Wir sehen jetzt hier eben eine Variante von der Kugel, wo man an der Seite verriegeln muss. Wenn wir nachher mal noch einen Schwenk an eine andere Maschine machen, da sehen wir, da ist schon das neue Zugmaul verbaut hinten oder die Kugel hinten verbaut. Die hat oben einen Griff und können wir dann eben sauber eben mit einer Hand rausziehen. Da tun wir uns noch mal ein bisschen leichter. Also auch hier haben wir natürlich einen neuen Kraftstofftank, aber auch hier nochmal eine größere Ausführung im Vergleich zum 6230 Standard. Also wir haben jetzt hier 505 Liter Kraftstoffvolumen, was da drin Platz hat, aber wir sehen hier schon vom Aufbau, ist identisch. Also auch hier die verzinkten Drittstufen, wir haben auch hier diesen Serviceanschluss, also das zieht sich eben vom 6190 bis dann hoch, bis wir später dann beim 8er ankommen, schaut das bei allen eigentlich identisch aus. Wenn wir jetzt schon vor dem Auftritt stehen, Kabine, gibt es da was Neues? Wie wir ja eingangs schon gesehen haben an den Maschinen, wir haben wie vom 8er eben jetzt zu den anderen weiterhin die Maxi Vision 2 Kabine. Es sind aber Neuerungen dazugekommen. Wir haben die neuen Lüftungsdüsen drin, wir haben eben die Position vom Batteriedrennschalter verändert, wir haben jetzt zwei USB-Ladesteckdosen drin, einen neuen W-Schalter von der Zapfwellendrehzahl mit Neutralposition, da tun wir es deutlich leichter beim Anhängen. Und was der Hauptpunkt eben neu ist oder was wir verändert haben, ist eben die neue Kabinenfederung. Da haben wir andere Positionen. Und jetzt haben wir deutlich mehr Weg, eben, den wir gehen können. Und das merkt man beim Fahrkomfort. Die fahren sich eigentlich alle wie der 8er, den damals ausprobiert hast. Unabhängiges Handgas habt ihr vom 8er auch runtergezogen. Genau, haben wir bis runter zum 6190 bei allen Maschinen jetzt drin. Egal ob unabhängiges Handgas oder Motordrehzahlspeicher, kannst du dir bei jeder Fahrt via beim Gruppern über Silo drüber fahren. Einfach eine gewisse Drehzahl einstellen und dann geht's ab. Und der HD ist halt interessant für die Personen, die sagen, okay, mir reichen 230 PS, ja, weil ich eigentlich an die Zugkraftgrenze nie komme, aber ich brauche halt die ganz schweren Anbaugeräte, eben, die ich habe, zum Beispiel Kartoffellegemaschine, das ist eigentlich eher der Punkt. Wenn da der Bunker voll ist hinten, wir kommen da relativ schnell an 4, 4,5, 5 Tonnen ja, zulässiges Gesamtgewicht eben von den Geräten und dann sind wir eben mit dem HD immer auf der sicheren Seite. Genauso wie wenn wahrscheinlich ein 5er oder ein 6er Abflug hinten dran hast, einen richtig schweren.
da wäre das wahrscheinlich nicht verkehrt. Genau, das kommt alles darauf an. Bei normalen Verhältnissen kannst du mit dem 6230 Standard natürlich da absolut auch vorne mit 2 Tonnen Gegenballastierung fahren. Das ist natürlich, da kommen wir nie an der Beladungsgrenze. Aber wenn wir dann sagen, wir machen hinten 2 Tonnen Radgewichte rein, vorne hängen wir 2,5 Tonnen Gewicht rein und dann hinten eben den 5er, dann sind wir eben mit einer Tonne Puffer, die wir beim HD haben, einfach dann nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Haben die Kunden da explizit danach nachgefragt, nach einer schwereren Version vom 6er? Ja, normalerweise ist es so, die Standardmaschine der 6230 reicht eigentlich für 95% der Kunden, die sagen, ja, ich möchte eigentlich eher auch die kompaktere Maschine haben, aber dann gibt es eben den einen oder anderen Kunden, der eben sagt, ja, ich lege da eben Wert drauf. Also das ist wirklich eher, sagen wir mal, eine Nischenmaschine, aber wir können jetzt eben für jeden Kunden eben die passende Maschine bieten. Jetzt stehen wir hier vom 7250 TDV. Das Modell hat es davor schon gegeben. Habt ihr es überarbeitet? Was ist neu? Was habt ihr geändert? Ich glaube, überarbeitet kann man gar nicht mehr sagen, sondern es handelt sich jetzt hier um eine komplett neue Maschine. Da sind zahlreiche neue Komponenten reinkommen. Da würde ich jetzt aber auch gern der Florian mal dazu holen. Das ist unser Leiterversuch und der wird euch nur ein paar Sachen über die Maschine erklären und vor allem nochmal einen Ticken tiefer ins technische Detail gehen. Ich bin der Florian. Ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren schon hier im Betrieb in Lauingen. Leiterversuch in Lauingen, also Entwicklungsabteilung. Wir können, ich denke, hauptsächlich müssen wir wirklich beim 7250 den Unterschied nennen zum alten 7250, der zwar von der Leistung gleich geblieben ist. Wir haben immer noch die gleiche Leistung wie beim alten, aber wir haben eine komplett geänderte Motorkurve. Und das heißt für den neuen 7250, wir haben ca. 10% mehr Drehmoment und vor allem in den niedrigeren Drehzahlen. Das war nötig, weil wir bei der Maschine ja wirklich so das Konzept verfolgen, niedrigere Drehzahl, weniger Geräusche, bessere Effizienz und so weiter. Das mussten wir auch machen, damit wir das auch erfüllen können, weil wir an der Maschine auch das komplette Zapfhellengetriebe ja überarbeitet haben durch die neue Hinterachse. Also das heißt, wir haben wirklich bei der 1000er Zapfhelle zum Beispiel, haben wir über 100 Umdrehungen weniger als beim alten Modell. Das hat uns natürlich auch vor Herausforderungen gestellt, deswegen auch das höhere Drehmoment, weil wir natürlich im Kunde auch die gleiche Performance wieder bieten wollen mit der Zapfhelle und deswegen einfach die Anpassungen am Motor selber und das ist einfach möglich auch durch das ganze Zusammenspiel von allem, Getriebe, Zapfhellengruppe, also das Getriebe auch in der Zapfhelle und so weiter. Erst da war es jetzt auch möglich, dass wir auch das höhere Drehmoment ermöglichen konnten, was mit dem alten nicht möglich war, weil das einfach sonst die Eingangsleistung überschritten hätte. Dieses Drehmoment, das höhere, das hat uns aber auch vor Probleme gestellt, weil, ich sage mal, das Kühlsystem sollte so kompakt bleiben, wie es bloß geht, also auch wie beim alten Modell, denn wir wollten nichts an der Übersichtlichkeit verlieren. Durch die niedrigere Drehzahl, aber auch gleichzeitig höhere Leistung eigentlich dann, muss natürlich auch die Kühlperformance wieder passen. Und auch da war es dann wieder so, Anpassungen. Wir haben es aber geschafft, dass wir im gleichen Bauraum gleiche Abmaße Kühler, aber mit neuen Netzen im Kühler, neue Technologie im Kühlsystem, das geschafft haben, wieder die gleiche Performance von der Kühlleistung zu kriegen, auch beim neuen Modell. Ich bin ja letztes Jahr den 7250 gefahren und der hat immer, der Turbo hat da pfiffen. Mhm. Das ist ja der Überdruck? Ganz genau, ja. Also wie gesagt, auch eben die Maschinen, höheres Drehmoment. Wir haben auch mit dem Ladedruck einfach, muss man auch dann so hoch wie möglich fahren an den Maschinen, damit man die Leistung generieren kann. Und deswegen hört man auch einfach so ein bisschen so Turboladerpfeifen und manchmal auch so, wie soll ich es nennen, wie so kleines Turboladerflattern, so Geräusche. Und das kommt einfach daher. Mit dem neuen Getriebe, mit der neuen Hinterachse vor allem, war es jetzt auch möglich, wieder eine größere Bereifung zu haben. Gerade bei der Serie 7 haben wir hinten jetzt die Bereifung von der Serie 8. Das heißt, wir sitzen wirklich ein kleines bisschen höher, haben die Haube aber in der alten Position gehalten, sogar eher ein bisschen niedriger, weil die Bereifung vorne auf eher eine Nummer kleiner gegangen ist.
Und deswegen haben wir jetzt eher wieder wirklich an dem Traktor so die Richtung Freisichtkonzept. Also das heißt wirklich, wenn man oben sitzt, man muss das aber selber fahren, das kann man schwierig erklären, aber wenn man oben sitzt, das ist wirklich so ein Riesenunterschied zum alten Modell. Einfach deutlich mehr Übersichtlichkeit und auch mit der neuen Bereifung vorne auch deutlich wendiger. Also wir sind da wirklich in einem Bereich mittlerweile, wo man irgendwo in die kleineren Serie 6 auch kommen von der Wendigkeit her. Also auch mit der großen Bereifung, mit der 600er Bereifung vorne. Also das ist wirklich, denke ich, echt eine Hausnummer auf jeden Fall. Was für uns das Wichtigste im Moment ist, was sagt der Kunde? Was will der Kunde haben? Das ist für uns wirklich echt Prio 1. Also deswegen machen wir auch, die letzten Jahre haben wir wirklich gerade unsere Feldtestaktivitäten deutlich ausgebaut. Und einfach das Kundensprechwort zu haben. Wir wollen wissen, was der Kunde macht oder was er haben will. Und deswegen kommen einfach, sage ich mal, die neuen Modelle mit deutlich anderen technischen Daten daher als die alten Modelle. Auch bei der 60 km/h Maschine, darf man nicht vergessen, haben wir dann automatisch vorne die trockenen Scheibenbremsen drin. So wie gehabt, ich denke, das ist ja ganz gut bekannt und wir haben das fortgeführt, weil es für uns eigentlich wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Also seit wir die Bremsen eingeführt haben, ist das für uns eigentlich mehr oder weniger bald der Standard. Auch wenn es bei einer niedrigeren Transportgeschwindigkeit 40-50 nicht nötig wäre, aber für uns ist es wirklich trotzdem, auch da bieten wir es optional an, weil es einfach einfach sehr gut draußen auch ankommt und man merkt es auch beim Bremsen. Vorher haben wir über 6230 HD gesprochen und es gibt jetzt auch einen 7250 HD, vor dem wir jetzt hier in dem Fall stehen. Wir haben jetzt da auch, wie wir schon beim 6230 gesprochen haben, eben wirklich einen Haufen andere Komponenten verbaut im Vergleich zum 7250. Das bedeutet, wir haben eben jetzt vorne eine andere Vorderachse, also auch eine HD-Vorderachse in dem Fall. Dann haben wir vorne ein bisschen größere Bereifung, also jetzt den 30er-Querschnitt. Wir haben ja vorher über den 28er-Querschnitt gesprochen an der Vorderachse. Genau, dann haben wir eine größere Variante vom Getriebe. Also wir haben hier die Getriebevariante vom 8280 eben beim 7250 HD. Wir haben hinten am Heck, wenn wir uns mal anschauen, genau die gleiche Hubkraft wie beim 8er. Also auch 11,1 Tonnen. Beim 7250 Standard haben wir ja schon stattliche 10 Tonnen Hubkraft. Hier eben jetzt nochmal 1,1 Tonnen mehr. Und wie wir vorher schon gesprochen haben, ich weiß nicht, man sieht es eigentlich, es ist das gleiche Hubwerk. Ja, das fällt eigentlich gleich auf. Genauso Transportstellen sieht man gerade. Genau. So weit oben wie das sind. In dem Fall jetzt einmal kurz dreht und mal hochklassen, damit man das mal ein bisschen demonstrieren kann. Da haben wir jetzt wirklich einen Haufen Weg dazwischen Platz. Sonst, was eben nur der Punkt ist, wir können natürlich auch hier die 60 km/h fahren und die 60 km/h erreichen wir eben bei ein bisschen mehr zulässigem Gesamtgewicht als beim 7250 Standard. Das heißt, hier haben wir 15,5 Tonnen, egal ob 40, 50 oder 60, hier haben wir 16 Tonnen, also nochmal 500 Kilo mehr. Und auch in dem Fall, wie wir schon beim 6230 HD gesprochen haben, wirklich jetzt auch hier Maschine für einen Kunden, der sagt, okay, ich möchte nochmal so ein Quäntchen mehr haben. Ja, noch ein bisschen mehr Vorderachslast, noch ein bisschen mehr Hubkraft im Heck, noch ein bisschen mehr Zuladung für wirklich besondere Einsätze. Beim 230er und beim 230er HD haben wir ja gesagt, der Unterschied vom Volumen vom Dieseltank ist auch anders. Ist das bei denen auch so? Ne, beim 7250 HD haben wir der gleiche. Also der bleibt gleich. Da haben wir auch die 505 Liter. Ja. Wir fahren die 60 km/h bei nahezu gleicher Drehzahl. Wir haben ein bisschen mehr, also 30 Umdrehungen mehr beim 7250 HD, weil der HD wirklich eher dann, sagen wir, die Maschine ist, die wirklich nur für besonders schwere Einsätze eben sein soll im Ackerbau. Und für alle gängigen, auch da 95% der Kunden gehen bei uns auf den 7250 Standard, weil er halt die ein bisschen kleinere, spritzigere Maschine ist eben. 7250 HD, eben dann der schwere Ackerbüffel.
Die Serie 7 gibt es wie die vorherigen Modelle auch wahrscheinlich bloß nur als TDV-Variante, oder? Also weder Basic noch RC-Shift. Genau, der 57 Standard oder HD gibt es eben nur als TDV. Also da gibt es keine Schaltmaschine oder sowas, weil das auch in dieser Leistungsklasse einfach nur ganz, ganz selten angefragt wird. Also da ist wirklich der Stufenlose, macht da den größten Marktanteil aus. Wenn wir ein bisschen runtergehen zu den kleineren Modellen, also fangen wir mal an vom 6155 bis eben hoch zum 6230, da ist es eben schon nochmal deutlich mehr gefragt. Also gerade so unter 180 PS, da ist gerade so einfache Schaltmaschine schon noch wirklich oft gefragt. Wobei man da auch sagen muss, es gibt Regionen, die stehen wahnsinnig stark eben auf einfache Maschinen eben mit Schalthebel, mit mechanischen Steuergeräten. Und dann gibt es wieder Regionen in Deutschland, die einfach so vollautomatisierte Maschine haben wollen, die dann eigentlich rein auf der TDV gehen. Genau. Und da dazwischen, genau für den Kunden, der sich eigentlich nicht so ganz entscheiden kann, gibt es eben dann den RC-Shift. Wir haben ja vorher uns die neue Serie 6 angeschaut, 6190 bis 6230. Diese Modelle gibt es eben aktuell noch nicht als Schaltmaschinen oder RC-Shift-Maschinen, sondern da gibt es jetzt weiterhin noch den 625 und 6215. Aber schauen wir halt mal in der Zukunft, was sich da dann ändern wird. Was mir aber aufgefallen ist, wie wir hier sehen, sehen wir keinen Warrior. Gibt es das weiterhin, gibt es das nicht? Welche wesentlichen neuen Sachen kommen dazu? Fällt was weg? Erzähl uns da mal was. Ja, der Warrior ist natürlich jetzt bei uns ein ziemliches Aushängeschild worden. Ja, man spricht auch oft irgendwie vom 7250 Warrior. Ja, das TDV lässt man oft weg, sondern ja, ich habe so einen Warrior, einen Krieger daheim. Es gibt diese Maschinen auch als Warrior. Also wir können hier beginnen beim 8er bis runter zum 6190. Den gibt es in schwarz, so wie man kennen, und in grün eben dann mit Edelstahlauspuff und doppelt verglaster Heckscheibe und Bodenplatte und Bodenmatte. Klimaautomatik, der beste Sitz und so weiter, gibt es natürlich bei den Modellen auch. Farbtechnisch hat es ja bis jetzt immer bloß das schwarze und das normale Deutschgrün gegeben. Genau. Der Hype um das sogenannte Java-Grün ist in letzter Zeit ein bisschen stark nach oben gegangen. Gibt es da vielleicht was mal in näherer Zukunft? Schauen wir mal, was so mal die nächste Zeit bringt. Ja, wir haben den 7250, den Vorgänger, eben da als Sonderauflage gebracht. Ja, da haben wir auch dann ein paar Maschinen draußen jetzt am Markt laufen. Hat den Kunden draußen gut gefallen und deswegen schauen wir mal, was die Zukunft bringt hier. So, jetzt sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich sage vielen Dank an den Christian und auch an den Florian. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, eventuell auch noch ein Abo. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, auch vielen Dank an euch zwei, dass ihr uns wieder besucht habt. Ja, auch an dich, Martin, man sieht dich immer selten. Aber der Martin ist da immer hinter der Kamera aktiv. Wir haben natürlich für euch auch noch was vorbereitet. Wir wollen nur ein kleines Gewinnspiel mit euch gemeinsam machen. Aber da wird euch dann der Martin im Nachhinein noch genaueres dazu erklären. Also bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, TDV. So, servus Leute. Freut mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Es gibt ein Gewinnspiel, so wie es der Christian gerade ankündigt hat. Und zwar verlosen die Jungs und Mädels vom Deutz ein paar Caps. 6 Stück von der schwarzen hier. 7 Stück von der grauen hier. Ich glaube, das ist ganz cool. Und es gibt Karten für die Agritechnica zu gewinnen. Und zwar für den Mittwoch, den 2. März 2022. Was ich auch super finde, es gibt die Möglichkeit, einen Besuch hier zu gewinnen. Also für eine Werksführung. Und zwar 7 Leute dürfen mit jeweils einer Begleitperson hier in Lauingen aufschlagen und dann schauen wir uns das Werk an. Ich werde auch dabei sein, das ist hochinteressant. Was ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist einfach, ihr schreibt einen netten Kommentar, vielleicht über die Maschinen, über das Video, was euch gefallen hat oder genau was euch interessiert. Schreibt einfach was in die Kommentare rein, wir lesen uns das durch und wir wählen dann einfach ein paar Leute aus. Hab mich megamäßig gefreut, dass ihr so lange zugeschaut habt. In diesem Sinne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ist ganz wichtig. Dann würde ich sagen, ich melde mich ab. Viel Spaß, man sieht sich, habe die Ehre.